Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe, wie ihr seht, geheilt und auch unsere Leute haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr, ihr seht schon, ein bisschen mehr Mana wieder. Das heißt, wir können einiges machen. Die Frage ist, was machen wir? Wo geht's weiter? Da sind wir reingehüpft, da ist aber nichts passiert. Da hätten wir noch was, wo wir reinhüpfen könnten. Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke. Ja, jetzt geht dieses Ding hier wieder auf, genau. Und das Ding ging weg. Und da wollte ich auch nochmal reinhüpfen. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt definitiv nochmal ein Schweben. Ich denke, Stufe 1 dürfte langen. Durch Schweben geschützt. So. Da hinten haben wir ja ein Ding gehabt, da sind wir wieder zurückgekommen. Aber ich habe gedacht, ja, genau, das sieht man es ja auch. Hier geht es noch weiter. Vielleicht geht es da noch weiter. Wir haben auf jeden Fall einen Knopf. Ah, guck mal. Wir sind quasi hier ins Loch rein. Mit dem einen Knopf wären wir da rausgekommen. Mit dem anderen Knopf kommen wir hier rein. Und ich wette, wenn ich jetzt hier reinspringe, komme ich wieder in diese Grube rein, um hier wieder zurückzukommen. Okay. So. Eine da war auf jeden Fall noch ein Schalter. Muss ich jetzt mal schauen. War da nicht irgendwo? Nee. Kampf. Orael, hattest du nicht irgendwo voll? Nee, ich glaube Feuerschutz war Sinaloa. Aber Moment, ich muss mal kurz schauen. Untote Bannen. Untote Bannen hört sich doch ganz gut an bei denen. Und du darfst vielleicht einen Feuerschutz nochmal drauf machen. So. Und tote Bannen, ich finde, das müsste eigentlich ja richtig gut sein. Wurde zerstreut. So einfach kann man es machen. Und nicht so sich besiegen lassen von denen wie beim letzten Mal. Haha. Okay. Eine Tür, die aber zu ist. Und ich glaube, wir haben auch keinen wirklichen Schlüssel. Der Pickschlüssel. Nee, wir haben keinen Schlüssel dafür. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Gitter. Und wir hatten... Vielleicht kann man es damit auch aufmachen. Das werden wir gleich mal sehen. Drücken drauf. Und was passiert? Das Gitter wurde auf. Oh, und da hinten geht es anscheinend auch nochmal weiter hier, oder? Also das scheint gerade auch nochmal aufgegangen zu sein. Ein Pfeilschwarm trifft die Gruppe. Yay. Super. Ah, ich hätte vielleicht außenrum gehen sollen. Giftgas sprüht ihr ins Gesicht. Oh Mann. Ich glaube, ich lade da tatsächlich gerade nochmal. Ja, ich muss definitiv nochmal laden. Und das Ding geht wieder zu. Okay. Disk ohne Speichern verlassen. Weiterspielen. Wo habe ich denn da. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht kommt man da auch irgendwie hinten rum, dass wir an dieser Falle vorbeikommen. Eine Riesenameise. Stirbt. Sehr gut. Kritisch ist einfach schon ziemlich, ziemlich genial. So, aber jetzt da drauf drücken. Vielleicht haben wir jetzt dadurch die Dinge ausgeschaltet. Ja, das scheint gegangen zu sein. Oh, Feuerlords wieder. Pharaos natürlich, nicht Lords.
Spruch. Untote bannen. Du darfst aber trotzdem nochmal das machen, falls das nicht klappt. Aber ich denke, das müsste eigentlich klappen. Pharao stirbt. Okay. Sehr schön. War Urael schon dran? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nein, er ist gerade dran. Bist nicht betroffen. Okay. Ja, komm schon. Erledigt den schon. Ja, der hat auch nicht mehr viel HP. Ich glaube, da können wir jetzt ganz normalen Kampf machen. Ja, gut. Das hat was gebracht. Dann geht's mal weiter. Da ist auch nochmal ein Knopf. Ich drück mal. Aha. Entdeckt noch ein weiterer Knopf. Auch drauf gedrückt. Vielleicht haben wir jetzt wieder eine weitere Falle abgeschaltet. Eine Begegnung. Amen tut but. Okay, das scheint so eine Art Bossgegner zu sein. In dem Fall. Nee. Wir haben so wenig von den Dingen. Ah, doch. Ich probier's mal. Mit Untote Bannen. Aber auf dieser Stufe hier. So, du. Das hier. Und du. Mach mal einen Feuersturm für die nächste Runde noch drauf. Dass wir da mehrere Runden gleich haben. Nicht betroffen. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Das muss entweder ein sehr, sehr hochkarätiges Ding sein. Das wäre auch irgendwie seltsam, wenn man einen Bosskampf quasi so erledigen könnte. Der macht Feuerball. Ich hätte vielleicht eher Dings machen sollen, Feuerschutz drauf machen sollen auf uns. Oh. Okay. Monster sind besiegt. Ein Lebensamulett. Feuerank. Jugendank. Heiligkeitsank. Was machen die Angst? Müsste ich mir mal anschauen. Ein Lebensamulett. Ja, okay. Dann anschauen, Urael. Was macht denn jetzt so ein Jugendank? Rüstungsklasse minus 1. Und identifizieren. Da ist auf jeden Fall was Spezial drauf. Vielleicht kann man seine... Ich meine, das da oben ist ja unser Alter, glaube ich, wenn man lang genug... Wir haben noch nicht mal ein Jahr rum. Vielleicht kann man sich da wieder verjüngen mit. Und die Heiligkeitsank. Auch minus 1. Kann man aber anscheinend auch was machen mit. Oder benutzen. Auch spezial, aber steht leider auch nicht genau drauf. Jetzt muss ich doch. Jetzt will ich mal das ausprobieren. Wir haben ja genug Dings. Wenn ich jetzt mal auf volle Leistung gehe, zeigt er mir dann mehr an? Nee, leider nicht. Leider zeigt er mir nicht mehr an. Ist da was? Ich probiere mal was aus. Speichern. Dann. Ansehen. Gehen wir mal auf Benutzen, den Heiligkeitsank. Passiert aber nichts. Vielleicht müssen wir den aber auch noch anziehen. Beschwöre die Kraft, Heiligkeitsank. Ja, bitte mach mal. Pietät ist hochgegangen. Habt ihr das gesehen? Pietät ist hochgegangen. War Pietät für den Priester? Ich glaube, Pietät war für den Priester ganz gut. Das heißt, das lassen wir mal so.
Okay, das können wir so lassen. Speichern wir mal ab. Dann probieren wir mal aus. Ausrüsten. Wir probieren jetzt das Jugendank. Was passiert dann, wenn wir das machen? Ich denke, dann geht das ja runter. Ja, dann geht es ein Jahr runter. Wer ist denn am ältesten von uns? 20. 20. 19. 18. 20. Ah, das müsste ich mir noch überlegen. Ohne Speichern mal weggehen. Weiterspielen. Das müsste ich mir mal überlegen, wen wir das Jugendank geben sollen. Irgendeinen von unseren 20ern jedenfalls. Was haben wir sonst noch? Wir haben das Feuerank. Was macht das Feuerank? Sonst war es das mit den Angs. Ich rüste mal das Feuerank aus. Was macht denn... Ah, das macht gar nichts. Okay, dann machen wir einfach mal Spruch identifizieren. Feuerank. Ah, damit können wir einfach nur einen Feuerball zaubern. Kann auch interessant sein. Und man hat eine Feuerresistenz drin. Aber Rüstungsklasse 0. Aber dann nehme ich lieber den Ölmantel wieder. Jugendank. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Wer das Jugendank kriegt und das Feuerank. Oder ob er das Feuerank vielleicht irgendwie verkaufen oder wie auch immer. Alles klar. So. Speichern wir mal. Und dann schauen wir uns um. Mit einer, in einer mit trockenen Blüten, Knochen und Glasperlen geschmückten Nische, nicht Blüten, steht ein tönerner Götze. Versuchen die Figur zu nehmen. Ja. Ja, greif den Götzen. Wir fanden das. Ich dachte eigentlich. Ja, Giftgas sprüht ihr ins Gesicht. Ja, aber da können wir was gegen machen. Und wir fallen hier runter und ja, ich lade nochmal neu. Aber dagegen können wir nämlich was machen. Ihr erinnert euch an den Film? Muss nochmal schauen. Wir müssen das kriegen. Beutel mit Sand. Warum ging das nicht? Ah, wahrscheinlich muss man es einfach benutzen. Wir gehen hin. Ihr erinnert euch an Indiana Jones, den ersten Teil mit den Götzen, relativ am Anfang. Wenn er den Götzen nimmt und versucht das so mit den Beutel mit Sand auszutauschen, damit es ungefähr das gleiche Gewicht hat. Wir lassen das in Ruhe und dann muss ich wahrscheinlich jetzt einfach den Beutel mit Sand benutzen, oder? In einer mit trockenen Blüten, Knochen und Glasperlen geschmückten Nische steht ein tönerner Götze. Ach, jetzt geht's. Den Sandbeutel auf die Figur werfen, den Beutel mit der Figur austauschen oder die Götzenfigur in Ruhe zu lassen. Wir tauschen mal aus. Geschickt greift ihr den Götzen und legt den Beutel so sanft hin, dass die Blumen sich nicht bewegen. Wir fanden die Mau-Mu-Mu-Figur. Kriegt jetzt mal Fala. Und wir haben keine Probleme, dass irgendwas passiert. Sehr schön. Moment. Tasche hinzufügen. Dann machen wir den Meißel mal rein und entfernen die Figur. Prüfe die Mau-Mau-Figur. Verschiedenes ist ein wieder spezielles Ding. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, für was das gut ist. Wir haben nämlich noch eine Tür, wo irgendwas Interessantes war. So eine Öffnung oder so. Und wahrscheinlich müsste die da reinpassen. Dann können wir jetzt erstmal hier durchgehen. Müssen hier wieder runterfallen. Dazu machen wir natürlich erstmal wieder... Ein Glück haben wir da jetzt ein bisschen mehr Mana. So, wir fallen runter. Wir drücken den Knopf. Dann kommen wir nämlich wieder hier oben hin. Dann müssen wir, da das Ding jetzt weg ist, müssen wir jetzt nochmal durchgehen und den Knopf hier hinten drücken.
Genau, er ist weg. Dann können wir nämlich jetzt ganz normal und ganz in Ruhe hier durchgehen. So, hat geklappt. Sehr schön. Hey, dann sind wir hier endlich wieder hier oben. Können hier... Naja, vielleicht nicht hier runter gehen. Sondern hier hochgehen. Da wollte ich eigentlich rein. Hier nochmal hochgehen. So, in ein kreisrundes Emblem auf dem Tor ist der Kopf eines fremdartigen Tieres eingemeißelt. Irgendwie kommt euch das Gesicht aber bekannt vor. So, können wir jetzt einfach diese Figur benutzen, um da durchzukommen? Ihr schwenkt den Götzen vor euch und die Tür geht auf. Sehr schön. So, ich bin jetzt nicht sicher, ich speichere hier mal und dann, ja, dann geht's hier hoch. Das sind wir auf 4, 5, 5, 7. Dann gehen wir mal hoch. Eine Begegnung. Hoch oben auf einem Thron aus Stroh sitzt ein ernstes, waches Mädchen. Sie trägt bunten Kopfschmutz und zahlreiche Halsketten aus kleinen Knochen und Glasperlen. Neben ihr stehen mehrere mit langen Fächern bewaffnete Kriegerfrauen. Eine Frau rechts hinter ihr, die eine riesige, gruselige Maske trägt, beobachtet euch sehr genau, als ihr euch den Thron nähert. Ich bin die Königin von Amazulu. Wer wagt es? Wer wagt sich auf heiligen Boden? Kam der, um den Felsen zu holen? Jetzt ist die Frage, wenn wir Nein sagen, wenn wir Ja sagen, greifen sie uns wahrscheinlich an, schätze ich mal. Das wird dasselbe sein wie vorher auch. So, kurz noch aufnotiert. Ich probiere es mal mit Nein. Habt ihr etwas mitgebracht? Beim Felsgesicht hat es nichts gebracht. Ich sage trotzdem mal Ja. Bereitet eure Gaben vor mir aus. Wir geben ihr Handeln, Daolin, geben Gold nichts, aber ich will ihr einen Speer geben. Davon haben wir genug gekriegt hier. Vielen Dank. Die Königin wispert mit der Frau, die die grässliche Maske trägt. Seht ihr, ich sagte irgendetwas. Ich habe es nicht lesen können, was er gesagt hat. So, können wir jetzt ganz normal mit ihr reden oder sogar handeln oder irgend sowas? Talada? Hallo? Warum seid ihr zum Tempel gekommen? Stein? Ich weiß nichts darüber. Rubin? Feder? Schmiede? Ich bin die Königin der Amazulu. Amazulu. Wir bewachen den Tempel von Maumumu. Tempel? Der Tempel von Maumumu. Maumumu. Der Wächter des Felsens. Der Wächter des Felsens. Felsen? Kam dir, um den Felsen zu holen? Nein. Warum seid ihr zum Tempel gekommen? Handel? Ich verstehe nicht. Rebecca? König? Hoppala, das war falsch geschrieben. Zauberer. Xorphitus? Naja, okay. Momo verlangt heute ein Opfer. Top, wir geben alles mal an Talada. Handel. Talada.
Ach, wir können nur geben. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir können auch noch handeln. Dann verlassen. Momo verlangt heute ein Opfer. Eine Begegnung. Das Mädchen mit der Maske kommt zu euch und flüstert: Psst, wollt ihr einen Handel? Wir reden erstmal mit ihr. Handel? Ich weiß, wie man euch behandeln muss. So habe ich es eigentlich nicht gemeint. Tempel? Ich verstehe nicht. Amazulu war das, glaube ich. Wächter? Naja, gut. Dann, Vorsicht vor dem ollen Hitzkopf. Okay. Danke. Dann, Handel. Tadada. Wir verkaufen erstmal ein paar Sachen, hätte ich gesagt. Die Flamberge nicht, Lederstiefel nicht, den Hammer nicht, das Lebensamulett, glaube ich. Ja, das muss ich nochmal nachschauen, was das Lebensamulett genau macht. Spitzhacke, das Niespulver können wir verkaufen. Ja. Die Bullenpeitsche können wir verkaufen. Den Gummistrang, das brauchst du noch. Na gut. Dann den Fellbeinschutz. Den Fellhalter brauchen wir nicht mehr. Den Fellhalter, den Speer brauchen wir nicht mehr. Das da kommt mal weg. Das kommt mal weg. So. Gummistrang, das, das, das. Das müsste eigentlich alles gewesen sein. Kaufen. Was hast du denn Schönes? Uralter Staub. Lauter so Zeug zum Heilen. Tränke, Tränke, Tränke. Ah, Bücher. Schwächenbuch, Blenden. Verlangsamen, Vergiftungsbuch, Rüstungsbuch. Hat man nicht noch jemand, der Rüstung lernen sollte? Ich glaube ja. Das werden wir auf jeden Fall mal kaufen. Schlafbuch. Ja, das Rüstungsbuch kaufen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das war's dann aber auch. So. Handel, dann Fala soll auch mal verkaufen. Die Ulmenpfeile. Weg. Das Langschwert kann weg. Der Kurzbogen kann weg. Oh, wir haben die Figur noch. Die Äpfel. Der Kurzbogen kommen weg. Die nächsten Pfeile kommen auch weg. Das machen wir weg. Ich glaube, die ganzen Bomben benutzen wir sowieso nicht. Kommen mal weg. Pfeil mit Haken brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Nur als Staub. Den Meißel will ich mal behalten. Das war's. Handel, Daolin, hast du auch noch irgendwas zu verkaufen? Lebensamulett, ich muss es mir nochmal nachschauen, was das genau macht. Geschossstab, Ziegenmaske. Ach, die Kohlrüben. Verkauf mal jetzt. Das lassen wir, das Nachtamulett. Den Speer kommt auf jeden Fall weg. Der Fellhalter kommt weg. Das kommt weg. Die zwei Speere brauchen wir auch nicht mehr. So. Ja. Das war's. Dann. Tack. Auch verkaufen. Das bleibt drinnen. Die Laute bleibt drin. Das Widerbuch bleibt drin. Die Tagebücher. Nee, du hast nichts. Und Sinaloa hat, glaube ich, auch nichts. Schauen wir trotzdem noch mal ganz kurz. Nicht, dass ich da was verpasst habe. War das in die Schlüssel? Nee, da war nichts. Okay, das war's dann. Dankeschön. Vorsicht vor dem ollen Hitzkopf. So. Ja. Speichern wir mal. Passiert da was? Hoch oben auf einen Thron aus Stroh sitzt ein ernstes, waches Blablabla, Blablabla, als er wagt sich auf den heiligen Boden. Ja, okay. Das war blöd. Da müssen wir dürfen da tatsächlich nicht irgendwie noch so rausgehen. Da müssen wir anscheinend einfach geradeaus gehen. Ich glaube, da hinten ist tatsächlich nichts. Ansonsten halten wir ein kleines Problem. Okay. Aber ich glaube... Ah, verdammt. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Wenn ich jetzt nochmal neu lade... Ich stehe an diesem Fleck, glaube ich. Dann fängt sie wahrscheinlich wieder an, ob wir ein Opfer haben. Wenn ich jetzt auf Weiterspielen gehe. Ja, verdammt. Und wir haben ja alles verkauft gerade. Yeah.
Nein. Ja. Handel. Hast du noch irgendetwas, was wir ihr geben können? Den Gummistrang, wir haben hier nichts. Hatten wir noch irgendjemand, irgendetwas, was wir ihr geben könnten? Ach ja, da könnte man, dann geben wir ihr zum Beispiel so einen Magieschutz und fertig. Vielen Dank. Seht ihr? Blablabla, Exit. Dann kommt sie mit dem Handel wahrscheinlich wieder. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht reden. Nicht reden. Handel. Ganz kurz. Ja, wir können ja jederzeit wieder so ein irgendwas weiß ich geben. Okay, Exit, verlassen. Dann gehen wir nämlich jetzt einen Schritt weiter nach vorne. Und hier speichern wir. So, da haben wir das Problem. Wenn ich hier an dieser Stelle speichere, kommt immer wieder genau dasselbe. Dass er da wieder kommt. Dann müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwie in alle Richtungen gehen. Ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Ich glaube, in der Richtung war nichts, aber das sehen wir dann. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.